Herzlich willkommen auf MSR TV, das Baustellenmagazin, Teil 4. Ja, irgendwie mag mein Handy nicht Sonne haben, aber egal, das muss heute durchstehen. So, also, hier sind sie jetzt, sie haben jetzt den Standort gewechselt und sind jetzt wieder hinter der Armierung für die Kältestütze. Und jetzt sieht man auch ein bisschen Bettung an der Oberfläche. Weil wir uns schon die ganze Zeit gefragt haben, man muss doch langsam was sehen. Also, jetzt geht es langsam zum Endspurt, Leute. Also für alle, die es interessiert, ich werde auf jeden Fall bis zum Schluss hier sein. Bis betoniert ist. Vorher gehe ich heute hier nicht weg. Ja, Leute, ihr seht, es geht ruckzuck hier jetzt, nachdem schon einige Kubikmeter Bettung im Bahnsteig drin ist, sieht man jetzt wenigstens auch mal was. Ja, aber das wird jetzt morgen noch ein bisschen länger dauern.
Ja Leute, jetzt geht's gerade ruckzuck. Jetzt kommt gerade ein Bett um mich und nach dem anderen wieder. Und man sieht es ja auch am Rand des Betonierens, dass sich hier schon einiges tut. Also ich würde sagen, noch so 10, 15 Meter auf der linken Seite, dann ist die Seite schon mal fertig. Vorletztes Jahr war ich hier, da waren sie gerade am Ja,
3,50 Meter nicht weit weg. Ich sage ja grundsätzlich, dass die neben dem Zulauf zu den Leuten haben. Ja. Na gut, auch schön geht es noch ein bisschen raus. Yeah.
Baustelle. Immer. Wir machen Videos von der ganzen Baustelle. Bis hoch nach Ulm. Wenn du mal anschaust. Danke auch. Ja Leute, es geht langsam zum Ende zu. Ich will schauen, ob ich die auch verwische hier. Aber ja, ich muss sie haben. Also Leute, Endspurt ist eingeläutet. Ja, also, tschüss. Tschüss. Ja, und der Rest, was sie nicht brauchen, kommt ja eh wieder an die Ecke mit der oder wenn ich abbreche. Der staubt wie Sau, aber wo spritzt er hin? Da spritzt er hin und da spritzt er ab. Ich hab gedacht, hey Junge. Schön einschotten, da kommt die Kunde, von dem Wasser zu kommen, wie Sau ist. Das war ein Schlepp. Vor allen Dingen finde ich es nur verteilt. Ich denke, Junge, dadurch staubt es nicht weniger, du musst drauf halten. Ich bin so gut. 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 Na gut, bei dem, wo hier steht, bei dem wird vergabelt. Also mit Wasser. Aber heute muss man ja aufpassen, was man sagt. Man darf ja, so, geht keiner so, nee, was ist ein Reiter? Was sind zwei Meter und Wasser? Reiter, du kommst es nicht. Weißt du, wenn ich sowas schon hört, dann sagst nicht mehr Moor im Kopf sein. Jetzt in der Krippe muss man die schwarze Figur wegnehmen, weil er rassistisch ist. Weil er ja O-Beine hat. Was ist los? Die letzten 10 Meter? Ja. Ja, wahrscheinlich. Security habe ich auch mal. Aber in der Passage. Selber Passage. Ah, das war. Da können wir aufpassen, dass sich Leute in Passagen ein.
zwei Jahre habe ich es gemacht. Und nach der Baustellenbewachung in Lürdingen beim Kaufmann, wo der Holzmann damals Brot hat, habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend. Ja, gut, ich meine, man macht zwar Spaß drüber, aber so eine Brotaufschlüsse haben. Also ich meine, ich würde die Leute auch nie anschauen. Du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt gerade den Rettungswagen sehe. Der Rettungswagen steht an der Straße, ja, zwar vor einem Haus, da ist man einfach. Pass auf. Patient liegt drin, die machen Wiederbelebung. Ja? Auf einmal geht hinten die Türe auf. Macht, dass ihr wegkommt, dass ihr rausfahren könnt. Also. Ja. Da hab ich gesagt, also, wie jetzt die Rettungsmaske. Ja. Okay, so was Respektloses, oder kriegen sie mal in die Schnauze reingeschlagen. Ich will ja auch Respekt vor der Polizei haben, wenn sie in Karotten sind. Ich will mal Respekt an die Arbeit, was sie tun. Weil heute muss ich anschauen, als Polizist, dass du auf die Presse kriegst, ja. Früher, als du auf die Presse gekriegt hast, hast du den 10 gegeben, okay? Früher haben die Polizisten auch erst geschlagen, dann geredet. Aber heute probieren sie es mit einer Mission. Kannst du nicht bitte so gut sein und die Fläche hier verlassen? Ja. Dann haben wir auch kein Problem. Ja. Wenn wir hingehen, hey Junge, entweder nicht Platz hier oder wir nehmen dich mit dir. Ja. Ich weiß noch, wo hier der Flügel gestanden ist. Da haben die Polizisten den Schwarzen mitgenommen und der wollte mitgehen, haben sie ein bisschen Pulver angefasst, haben mitgenommen, ja. Und auf einmal kommt, die schlagen den, und die sind so angefasst, haben sie mitgenommen. Ja. Ah, die schlagen den Abfahrt und so. Ja, was geht jetzt ab? Sag ich, Leute, die nehmen ihn nur mit, wollen die eigentlich. Seid mal ruhig hier. Mit dem Futter. Ja, so wie früher. Hast du Polizei gefilmt, hast du dein Handy gleich abgegeben mit der Kamera. Heute kannst du Polizei filmen. Dürfen wir mal so was machen wir denn? Kein Schaden. Öffentlichkeit. So Leute, der nächste Betonmischer steht hier und es sind ungefähr noch 10-15 Meter, würde ich sagen. Dann haben wir es gepackt für heute, sprich wörtlich zu sagen. Also die haben es gepackt, ich habe es gepackt und der Patrick hat es dann vielleicht auch gepackt.
Also wir stehen hier die ganze Zeit, weil auf dem Betonsockel hier möchte ich nicht sitzen. Das sieht ja so sauber aus. Und deswegen stehe ich lieber. Nicht, dass der Betonsockel hier noch dreckig wird. Aber wir haben es ja gleich geschafft.